Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu Merch Miner. Wir haben dazu eine Holzschaufel, die lassen wir fallen und die hat eine gewisse Kraft und kann hier Blöcke abbauen. Hat einen Grasblock abgebaut, hat einen Erdeblock abgebaut, hier sind so Ziegelsteine. Und jetzt können wir für Geld, wir haben genau 15 Dollar, können wir eine weitere Schaufel kaufen. Jetzt können wir die Schaufeln zusammenfügen, mergen und dann haben wir eine Schaufel Nummer 2. Die sieht so aus, die ist golden. Okay, die tun wir hier in die Mitte. Und dann droppen wir das Ding. Unser erstes Ziel ist es, eine goldene Kiste zu finden. Man kann Ziegelsteine abbauen. Da haben wir doch eine Kiste. Lecker. Wir haben Kies gefunden. Okay, interessant. Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Diesen Freitag, nämlich der 2.12. um 18 Uhr auf die Sekunde, erscheint die Banks Weihnachtsbox. Dort drin wird sein der OG Pulli, Leute, wer kennt ihn nicht, den offiziellen Banks Pulli, der wird dort limitiert drin sein, nur in dieser Weihnachtsbox erhältlich. Außerdem haben wir Aufklebetattoos und eine Hologramm-Autogrammkarte, die natürlich von mir unterschrieben wird. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung ab. Freitag 18 Uhr geht's los. Es wird vermutlich ausverkauft sein, also ich würde empfehlen, da relativ schnell zuzuschlagen. Es gibt aber noch weitere Sachen im Shop. Es gibt Mützen, es gibt Cappies, es gibt T-Shirts, es gibt Pullover, also Hoodies, es gibt Trinkflaschen, es gibt Brotdosen, es gibt alles, was man sich nur vorstellen kann. Und zu jedem Artikel, das heißt nicht nur zur Box, sondern auch zu jedem weiteren Artikel, gibt es natürlich eine Hologramm-Autogrammkarte. Außerdem auch perfekt für Nikolaus, Banks und die Hexen der Badaquampa und Banks und die Rückkehr des Enderdrachen. Meine beiden Romane sind super gut bei euch angekommen. Ihr mögt die Zeichnung, ihr mögt die Geschichte. Geil! Das ist auf jeden Fall auch noch ein perfektes Geschenk. Also falls ihr da noch nicht zugeschlagen habt, das gibt es ebenfalls bei mir im Shop, aber auch auf Amazon und natürlich auch in jeder Buchhandlung. So, das waren unsere zwei Schaufeln. Wir haben sehr viel Geld. Wir könnten echt ein paar kaufen. Ich kaufe mal ein paar Leute, ne? Können wir hier ein bisschen zusammenfügen und wir können eine super Fünfer-Schaufel nämlich machen. So und let's go. Oh, die geht da über durch wie durch Butter und Level geschafft. So einfach geht das, Leute. Man verdient sehr viel Geld, ne? Wir brauchen das halt irgendwie gar nicht. Werbung wollen wir nicht. Ich kaufe mal alles voll, ne? Wir haben danach immer noch Geld. Und wir können hier eine Mega-Kombo machen. Passt mal auf. Nee, reicht noch nicht. So, jetzt das, jetzt das. Reicht immer noch nicht und wir können uns nichts mehr leisten. Okay, ist doch relativ teuer, ne? Oh, Alter, diese Smaragdschaufel geht da anders durch. Das war geil. Wir haben, okay, was ist das? Okay, wir haben Kupfer freigeschaltet und einen Werkzeugkasten offensichtlich. Jetzt können wir mal versuchen, dieses Haus hier fertig zu bauen. Aber die 400 Steine, die wir haben, werden hier nicht ansatzweise reichen. Egal, wir sind im Level, steht nicht da, welches Level. So, man kann 52... Hey, da haben wir ja fast alle schon. Ein Lucky Block! Wir öffnen den Lucky Block. Ah, das ist ein Rad. Okay, ich kann ein Geschenk bekommen oder Level... Ich glaube, 3, 4, 5 war es, ne? Ja, pinkes Geschenk. Müsste was Gutes sein. Oh, 3, hö, wie schlecht. So, zack, zack und zack. Stufe 6. Freigeschaltet. Extra Belohnung. Nee, brauchen wir nicht. Wir sind ja auch so profimäßig unterwegs. So, wir machen hier eine Überkombo. Jetzt haben wir die 4. Jetzt können wir hier ein bisschen was kaufen. Jetzt haben wir hier eine 2 und hier eine 1. Und wir gehen rein, Leute. Müssten wir eigentlich... Ah, guck mal, da sind gefrorene weitere Schaufeln. Oh Gott, die in die Mitte geht. Der geht über durch. Ich hab's der Werfer geschafft. Was ist das denn? Wir haben Zinn freigeschaltet. Okay, wir machen weiter. Level 6. Hier haben wir 4 Geschenke. Da war wir wirklich nur Quatsch drin. Zack, zack, Mega-Kombo. Buff, buff. So, Hammer. Wir kaufen weiter. Zack, jetzt machen wir... Ja, okay, reicht halt jetzt leider nicht für viel mehr. Ne? Jetzt können wir hier noch eine Dreier machen und wir lassen sie fallen. Ja, wir schauen... Oh, die wäre stark. Alter, jetzt habe ich... Ach so, wenn ich die quasi aktiviere, dann gibt es so einen Überboost nach unten. Habt ihr es gesehen? Was ist denn das? Level 7 Belohnung. Da habe ich irgendwas nur zu 50% freigeschaltet. Das sah aber heftig aus. So, wir gehen nochmal ins Gebäude bauen. Vielleicht reichen ja jetzt die 350 weiteren Steine. Sieht aber... Ach, da oben ist die Prozentzahl. Ja, okay, morgen haben wir das 22%. Da können wir uns nochmal Zeit lassen, da wieder reinzugehen. So, die verbinden wir alle. Buff, buff. Und lassen sie fallen. Ich denke, ich kann einfach ein paar Level skippen, weil wir sind ja wirklich sehr stark... Wir schaffen es nicht! Ja, so viel zu, wir sind sehr stark am Start. So. So. Ja, wir können natürlich auch viel kombonieren jetzt hier noch, ne? Wartet, jetzt haben wir hier die 2, das ist eine 3, das ist 4, das ist 5, das ist 6, das ist 7. Geil. Attacke, wir greifen an.
Ja, die geht da ja wirklich komplett durch. Ich hab eine Linienbomber freigeschaltet. Also ich denke, das ist nichts, was ich jetzt... Habt ihr gesehen, da kommt ein Endgegner-Level oder so? Habt ihr das unten gesehen? Ich hab's gerade gesehen. Ja, Linienbomber ist halt ist im Sinne von nichts, was ich einsetzen kann. Das ist halt einfach eine Sache, die wir hier finden können. Also die wir quasi aktivieren können. Vielleicht... Ah, da hier links ist zum Beispiel einer. Links ist noch. Ah, ich denke, das ist schlecht, wenn man das trifft. Kann das sein, dass wenn ich das treffe, dass die Schaufel dann kaputt geht? Das könnte doch sein, ne? Wir haben auf jeden Fall das Level geschafft. Boah, hier ist ein Endgegner-Level. Level 10. War easy Schnitt. Wir sind halt jetzt hier am Maximum, hä? Was ist das denn für ein Megateil? Ach, Stufe 6, das hatten wir schon. Hör, top. Das sah irgendwie übelst mega aus, als ich es gesehen habe. So. Hier haben wir noch eine 3 und hier haben wir noch eine 4. Attacke, let's go. Das ist schon sehr geil, ne? Ja, vielleicht, das ist die Schaffens. Jawohl, Level geschafft, locker, flockig. Ja, komm, du bist eine Holzschaufel, jetzt übertreib's nicht. Danke. So, Hammer geschafft. Nice, nächstes Level. Jetzt kommt's Boss-Level. Hard-Level. Ja, ich muss 2 Kisten hitten in dem Level. Okay. Sollte eigentlich kein Problem sein. Das heißt, wir brauchen halt auf jeden Fall 2 Schaufeln, logischerweise. Das Ding ist, du kannst jetzt Tool Level 2 kaufen. Ah, weil ich jetzt den Counter hier voll hatte, ne, mit 52 von 52. Ist, wenn ich jetzt eine Schaufel kaufe, sie Stufe 2. Das ist natürlich geil, ne? Okay. Wir kombinieren das und tauschen das aus und gehen sicherheitshalber mal hier drüber. Und dann warten wir mal so. Hier, das glaube ich klug. Für eine Doppelschaufel, wisst ihr? Jetzt kommen die... Das wird eine Triple-Kiste. Gönn. Nee, sie kommen da nicht durch. Ah, das wäre eine Triple-Kiste geworden. Das wäre natürlich komplett geil gewesen. So. Hier gibt es ein Geschenk. Wir haben 1300 Steine. Wir könnten mal versuchen, das hier fertig zu bauen. Aber das wird nichts. Das wird gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube... Oh doch, jetzt geht's schnell, ne? Jetzt geht's überschnell. Das war nicht gleichmäßig. Habt ihr es gesehen? Ich denke, beim nächsten Mal haben wir's. So, Stufe 3. Hier haben wir die 5. Hier haben wir die 6. Hier haben wir die 7. Und hier haben wir die 8. Mhm. Hier haben wir die 3. Dann haben wir die 4. Dann kaufen wir alles, was geht. So, hier haben wir hier nochmal eine 3. Nochmal eine 3. 4, 4. Dann haben wir eine 5. Das ist schon mal stark, ne? Machen wir so, würde ich sagen. Abfahrt. Vielleicht schaffen wir doppelt. Links sieht gut aus, rechts sieht nicht gut aus. Aber vielleicht ist, ja, da sind wir durchgekommen. Level geschafft, das ist gut. Jetzt gibt es ein Geschenk-Level. Weiß nicht, was das bedeutet. Okay, das sieht jetzt, wollen wir kaufen. Oh nein, ich wollte kaufen, nicht fallen lassen. Komm, das schaffst du. Ja, wichtig. Ja, okay, wir sind auf jeden Fall durch. Ja, war gut. Jetzt haben wir das Geschenk bekommen. Wir öffnen es. Eine grüne Schaufel. Jetzt haben wir ein Boss-Level wieder. Wer ist er denn? Okay. Ich habe eine 5er bekommen. Na, okay, ist nicht schlecht, ne? 5er nehme ich schon. Lucky Block. Okay. Lucky Block öffnen. Let's go. Oh, ein Stufe 8er wäre überkrank, oder? Ich weiß gar nicht, was mein Bestes aktuell ist. Gönn den 8er. Das sieht gut aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ein 4er. Oh, wie Mathe immer, ey, wirklich. So, 5 ist 6. Hammer. Das ist eine 3. Dann ist das 4. Dann ist das 5. Hammer auch. Machen wir so, oder? Ah ne, warte, ich kann noch dazu kaufen. Wir können upgraden. Stark. Ja, mehr geht nicht, ne? Da machen wir, ich würde sagen, wir machen das hier hin und das hier. Das wären 3 Kisten, ich sag's euch. Ah ne, schade. Mitte ist kaputt. Ah, ich muss ja den Boss besiegen, hat's vergessen. Ich hab's nicht geschafft. Das erste Mal, dass ich ein Level nicht geschafft habe, glaube ich. So, da haben wir hier eine 4, dann haben wir hier eine 5, dann haben wir da eine 6. Dann haben wir eine 7, oha. 7 ist stark. Die lasse ich aber in der Mitte. Ah, nee, warte. Wir machen so. So. Jetzt kaufe ich noch ein bisschen was dazu. Jetzt haben wir hier eine 3, eine 4. Mache ich so. So. So ist, glaube ich, gut. So ist gut. So machen wir am meisten Schaden, wisst ihr? Ja. Geschafft. Sehr schön. Und der kommt auch durch. Kommt da nicht. Schade. Mann, Eisen ist ja wirklich der Endgegner gefühlt. Ich habe einen Lucky Block bekommen. Wir öffnen den Lucky Block. Dieses Mal for free für den Endgegner haben wir den bekommen. Gönn die... Ja, okay, 7. Ist okay. Ich meine, es hätte auch eine 4 sein können, ne? Jetzt können wir nämlich 8, 8, 9. Uff, Netherite ist das, ne? Glaube ich. So, wir kaufen ein bisschen was dazu. So. Sag mal, 92. Das wird ja immer höher. Kann das sein irgendwie? Ich mache gar kein Plus hier. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wo das hinführen soll. Kommen wir da durch? Wir könnten jetzt eigentlich... Das wird ein Doppelter. Eine Doppelte... Nee, schafft's ja nicht. Ah, eine Gridline. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Inventar.
Wo habe ich denn ein Inventar jetzt gesehen? Okay, wir können auf jeden Fall das Haus. Ich denke, das reicht, um fertig zu bauen. Weil die prozentuale Anzeige steigt jetzt sehr schnell. Nee, reicht nicht. Oh, es hat übergeleckt, ne? Ah, wir haben eine weitere Reihe freigeschaltet. Jetzt verstehe ich es. Okay. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt so viel bringt, aber geschenken Gau, luschert man nicht ins Maul, ne? So, und jetzt haben wir hier eine 4, jetzt haben wir eine 5. So, mal die 5 hier hin, 1 machen wir hier, damit wir auf jeden Fall sicher durchs Level kommen und Abfahrt. Oh Gott, was ist das denn für ein Level jetzt? Ja, okay, wir sind auf jeden Fall durch. Wir sind doppelt durch. Das ist stark. Ja, ist nix. Aber doppelt durch. Ein Lucky Block und eine Netherite Spitzhacke haben wir als Belohnung bekommen. So, wir gehen ins nächste Level. Oh, wir brauchen, das ist hier so ein Combo-Ding. Merkt ihr das? Wir haben die 5, die 6, die 7 und die 8. Wir brauchen nur noch eine 5. Dann gibt es eine 9. Puh, stark, stark. 9 und 9 ist eine 10. Jetzt haben wir eine richtige Spitzhacke. So eine Edelstein-Spitzhacke haben wir bekommen oder so. Okay. 3, 3 ist 4. Okay, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Stark. Jetzt kaufen wir noch alles voll, soweit geht. Jetzt haben wir hier noch eine 3 und hier noch eine 2. Warte mal, 8, 9, 10, 12. Das ist 14. Und das ist auch 14. Okay, wir lassen droppen. Hoffen, dass beide Seiten durchkommen. Es sind noch 3 Spitzhacken, also 3 Schaufeln eher gesagt. Kommt nicht durch. Aber knapp. 6, 8, 10, 1. Ich denke, so kommen beide durch, oder? Ich glaube, man kann das nicht einfach so hochzählen. Weil ich sag mal, eine 10er ist ja stärker als 2 5er. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kann man das nicht einfach so zusammenzählen. Bitte, bitte. Ah, oh, es ist so knapp. Mann, warum? Ich will unbedingt mal diesen Lucky Block. Okay, wir gehen rein. Spin. Boah, wenn ich jetzt die 10er kriege, das wäre natürlich... Schade, das Schlechteste glaube ich sogar, ne? Wir öffnen. Ja, okay, chill, eine 2, was soll ich damit denn? So. Müssen wir ein bisschen taktisch mal vorgehen. Das machen wir auch zu einer 3, dann war es das schon. Perfekt. Die 1 kann ich halt gar nicht mehr verwerten, ne? Das ist ein bisschen das Problem, weil ich glaube, ich kann die da wegschmeißen, ja. Weil ich kriege ja gar keine 1er mehr, ich werde die nie aufwerten können, wisst ihr? Das ist ein bisschen doof. Ja, ist nichts, Leute, ne? Wartet mal. Das ist eine 8, das ist 10, das sind 18 und das sind auch 18. Das ist schlecht. Das heißt, wir tauschen die hier. So, jetzt müsste es ungefähr hinhauen, Abfahrt. Als ob ich da ganz rechts durch bin, hä? Da hatte ich doch nicht mal eine Schaufel, oder? Verstehe ich nicht. Will mich nicht beschweren, aber das war schon geil. Jetzt sind wir dreimal durchgekommen. So, 5, 5. Dann hier das kombinieren. Das kombinieren, das ist eine 5, das ist eine 6. Das ist eine 7, das ist eine 8, das ist eine 9. Hm. Kaufen wir hier ein bisschen was noch dazu. Dann hier, hier, da haben wir hier nochmal eine 3. Und wir packen die dahin und die dahin, würde ich sagen. Nee, Abfahrt. Es sind so viele Spitzhacken, die stacken sich so krass dann, ne? Das ist schon heftig. Okay, ich glaube, jetzt können wir die Freiheitsstatue fertig bauen. Wir haben wieder viele Steine bekommen. Und wir bauen weiter... 70%, 80, 90, 96, das darf ja wohl nicht wahr sein. 96%, da kriegen wir safe auch eine Belohnung, wenn wir das fertig bauen. Okay, das haben wir hier, die 6, die 7. Okay, machen Geschenke auf. 3, kaufen, so viel wir können. Okay, war jetzt nicht viel. 3, 4, jetzt haben wir hier eine 5. Hier ist nochmal eine 3, okay, lass überlegen. Jetzt sagen wir, machen diesen hier, ne? Jetzt sollten wir aber fertig bauen können, oder? 97, 98, 99, 100. Wir haben die Freiheitsstatue gebaut. Als nächstes kommt Big Ben. Alter. Aus London. Okay, kann ich das irgendwie auswählen? Nee, muss ich nicht, glaube ich. Ah, kriege ich keine Belohnung oder was? Als baue ich hier Big Ben. Ich kann ja schon mal anfangen. Mit den paar Steinen, die ich habe, 70 Stück. Okay, ist jetzt von der Positionierung ja nicht so ganz realistisch, ne? Aber ist okay. Ein schweres Level mit... Wir müssen 2 Schätze hitten. Okay, ist kein Problem. Hier machen wir eine 8. Hier machen wir eine 4. Wir kaufen ein bisschen was. Hier machen wir eine 3, eine 4, eine 5. Eine 6, eine 7. Stark. Hier machen wir noch eine 3. Ich würde sagen, wir machen so, oder? Auf dumm. Let's go. Oh, war eine gute Entscheidung. Doppelter Win. Zack, zack, zack. So, jetzt machen wir eine 4. Eine 5. Eine 6. Boah, jetzt ist hier der bahnt sich eine Kombo an. Eine 6, 7, 8, 9, 10. Wir brauchen nur noch eine 5er. Und jetzt haben wir haben schon eine 4er, ne? Wir brauchen nur noch eine 4er. Dann gibt es die 5. Ne, warte mal, da ist irgendwas falsch. Ne, ich brauche noch
drei weitere Vierer. Okay. Bisschen verrechnet, Leute, ist nicht schlimm. Abfahrt, das müsste ein Doppelwind werden auf zwei Seiten. Sieht gut aus. Es wird halt immer tiefer, wir müssen immer weiter. Ja, aber es ist ein Doppelwind. Stark. Jetzt kann ich meine Combo, glaube ich, ein bisschen ab. Oh, ein Iron, also so ein Feuergolem-Boss. Okay. Jetzt kann ich meine Combo halt ein bisschen abkürzen. Aber jetzt haben wir hier die 7, die 8, die 9, die 10 und die 11. Aha, sieht so aus. Okay. Dann können wir mal mit der 4 und der 5. So, die kommt dann hier hin und hier hin. Dann können wir noch ein bisschen was. Oh nein, ich wollte kaufen und nicht droppen. Besiege ich den? Locker sogar, hä? Oh, wir haben dicke Baba-Geschenke bekommen. Ah, das ist eine 7. Das ist eine 6. Das ist eine 3. Dann ist das eine 4 und das ist eine 5. Dann ist das eine 7. Das ist eine 8. Buff, buff, buff. Wir können, glaube ich, viel kaufen. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich viel. So. Oh, das ist eine dicke Kombo. Bam. Eine 8 und eine 6 und eine 11. Abfahrt. Wird das ein doppelter Win? Okay. Und, ja. Ah, jetzt verstehe ich, was diese Rakete macht. Okay, leider nur ein einfacher Win. Aber die. Ah, ich habe eine neue Reihe. Ich weiß gar nicht, ob mir die Reihe geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob mir die Reihe wirklich was bringt, weil so gesehen. Boah, Alter, wie riesig. So gesehen benutzt man das sowieso nicht, ne? Hier machen wir eine 7, dann kaufen wir uns, was geht. Hier machen wir eine 3. Ja, okay, es bringt halt so gesehen das halt, ne? Jetzt kann ich das halt besser hintereinander stacken. Weil die Elfer schafft es sowieso durch, die ist überstark. Ja, komm, die rote ist wichtig. Ja, jetzt schaffen sie es safe. Na, wobei. Sie schaffen es nicht, oder? Ah. Dachte, ich habe das Level nicht geschafft. Ich muss 2 hitten. Interessant. 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9. Okay. Das ist eine 6. Boom, rein da. Und hier eine 4. Und Abfahrt. So, jetzt schaffen wir aber safe beide. Ah, es sieht wieder relativ knapp aus, ne? Nee, easy. Boah, Level 11 im Lucky Block. Das wäre krass, ne? Könnten wir direkt auf Level 12 gehen. Aber das kriegst du nicht, kannst du vergessen. Du kriegst nur dieses Müllgeschenk, wo da eine 2 rauskommt. Ja, perfekt, wirklich super. Ist doch super. So, hier haben wir noch eine 3, dann ist das 4, dann ist das 5. Und hier machen wir noch die 2 und Abfahrt. Oh, die Spitzhacke schwächelt nicht. Boah, wie viele Spitzhacken hier sind, habt ihr das gesehen? Nice. Ich hoffe ja jetzt auf eine solide Kombo, damit wir endlich mal die 12er-Schaufel sehen. Aber wir brauchen viel dafür. Sehr viel. Ah, es wird nicht reichen, oder? Hier haben wir noch eine 3er, hier haben wir noch eine 3er, dann haben wir eine 4er, eine 5er und eine 6er. Nee. Oh, neuer Boss, eine Riesenwurm. Ist ja ekelhaft. Da wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt mal endlich die 12er-Schaufel zusammenkriegen. So, ja, meine 7er. Wir sind sehr nah tatsächlich. Oh, 9er war fett. Okay, warte mal, wir müssen ein bisschen kombinieren. Jetzt haben wir einen 4er, jetzt haben wir einen 5er, jetzt haben wir einen 6er. Jetzt haben wir einen 7er, 8er, 9er, 10er, 11er, 12er. Was war das denn für eine Mega-Kombo, Alter? So, jetzt haben wir hier noch 3, 3, 4, 4. Und warte, wir kaufen noch mehr. Vielleicht geht noch mehr. Nee. Alle in einer Reihe Abfahrt gegen den Boss. Dürfte aber gar kein Problem sein mit der neuen Spitzhacke. Und besiegt. Locker floggig, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ja. Abonniert den Kanal natürlich kostenlos, um nichts zu verpassen. Liken, abonnieren, habt ihr gemacht. Gut, bis morgen, euer Benson. Ciao.